Servus zu seiner Day, warum ist der Evo? Heute geht's los, heute geht's scharf, also Mund in den Arsch, lieber locker vom Hocker, sehr griff mein Appetition heute mit meiner 1,27 schnellen Magazin, Justiermord schafft schnell Ziehenkräfte und meine 5 Sammeln mit Magazinerweiterung und dem ersten Block Geistzähigkeit, Taktik, Maske und eine schöne Primärgranate, die sich Splittergranate nennt. So, auf dieser schönen expressionierten Map, die ich ja am allerersten Mal gespielt habe, wo es dann hieß Black Ops 2 Release. Was ein toller Reim. Sollte dies wirklich sein? Ich glaube nicht, aber das war auf jeden Fall meine erste Map, die ich gezockt habe, wo Black Ops 2 das Biest rauskam und habe da auch die ein oder andere schöne Abschlussserie am Start gehabt. Die ein oder andere können Sie vielleicht noch erinnern, so ganz drübe hatte ich da, was hatte ich denn da drin? Dieses 4-Helikopter funkfanggesteuertes Scheißding, was rumfliegt. Dann Tarnhelikopter und Hellstorm oder irgendwie so ein Gedöns. Wenn ihr es noch wisst, ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr. Da habe ich mir jetzt mal ganz gedacht, ganz famos. Ja, ich habe mich mal famos gedacht. Ich packe mir mal heute so als kleines Schmonkel ein. Den Tarnhelikopter, den Loadster und die VTOL. Eine richtig schöne, beschissene Abschlussserie, die man so eigentlich, naja, man kann sie spielen, aber man muss nie. Und ja, das sind natürlich höhere Abschlussserien, die ich da am Start habe. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht, ich erreiche eigentlich so eine Dinger nie, beziehungsweise ich versuche es erst gar nicht. Aber, na gut, also ich könnte ja jetzt rein theoretisch sagen, dass ich es geplant hätte, dass ich die Abschlussserien reintue, aber die waren zufällig drin. Ja, mit meinem Beast-Team kann man schon so sagen, also die haben mich die Runde zuvor abgezogen, bis aufs Letzte. Die haben eine Dingens-Vitol-Einheit, Loadster-Gedöns und Orbital-Mobility rausgeschnubbelt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das habe ich mir dann dreimal angeguckt und jede Runde hatten die dieselbe Scheiße am Start. So, haben wir sie angeschrieben. Hier, ich möchte in eure Lobby, weil ich will auch mal gewinnen, ne? Ihr versteht mich ja bestimmt, ne? Und ja, haben sie mich eingeladen, auch ins Teamspeak, haben ein bisschen gebabbelt. Ganz lustige Kollegen. Und da haben wir hier gleich die erste Runde. Das ist die allererste Runde. Ja. Und da, also bis jetzt haben wir jetzt zwar noch nicht gesehen, grob, weil mit meiner M27, naja, ein paar Kills gemacht, dann gestorben. Ja, haben wir noch nicht viel gesehen. Aber was wir jetzt sehen, ist die MP7. Mit Magazinerweiterung, glaube ich zumindest, egal, ich sag's einfach. Und ja, hatte gedacht, mit dem Dingens geht's vielleicht besser. Naja, schauen wir mal. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, beziehungsweise gesehen. Freundlicher Orbitalsatellit am Stiesel. Das heißt, oben links diese komischen roten Dinger sind die Feinde und werden mir da ganz schnucklig angezeigt. Also meiner Meinung nach ein kleiner Wallhack für Arme, aber hey. Why not? Why not? Und ja, gut. Orbitalsatellit raus. Dann, ihr habt es vielleicht auch wieder gehört, Schwarm raus. Also hier musste ich eigentlich bloß dabei sein und ich bin schon am Gewinn. Das habe ich mir natürlich gleich zum Vorteil gemacht. Ja, habe ich mir gleich zum Vorteil gemacht hier. Den ein oder anderen Kill habe ich durch diesen Aimbot vor Arme schon gemacht. Und so wie es Gott halt dann wollte, habe ich dann auch nach den ein oder anderen famosen Kill meine tolle, schöne, neue Abschlussserie erreicht, und zwar den Tarnhelikopter. Den hauen wir jetzt irgendwo hin. Wenn ich es hinkriege, dann doch die Taste zu finden, weil erstmal ein klassischer Selbstflash ist klar. Die PDW, die ich aufgehoben habe, muss auch mal sein. Und dann, ja, das tollste Versteck ausgesucht von allen und das Biest rausgeschnubbelt. So, dann muss ich eigentlich bloß noch warten, bis der den ein oder anderen Kill macht. Kann man machen. Muss man nicht. Man kann natürlich auch irgendwelche Marken von Kollegen abfarmen bzw. klauen. Oder halt man geht echt aggressiv vor und zerstört die Gegner sowas von dermaßen, dass man dann einen geilen Loadstar kriegt. Boah, oder? Ist das nicht krass, wie ich den erreicht habe? Eigentlich nie, aber hey. Naja, ist mein allererster Loadstar, den ich so kriege. Man kann sich immer drüber freuen und die Vital-Einheit auch gleich. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, was für eine Taste benutze ich gleich. Die 5, ne, die 4, ne, die 3, ne, Hilfe. Dann ist er doch die 3. Aber, da ich mich ja selbst blockiere mit meinem scheiß Helikopter, den ich vorher rausgehauen habe, der mir erstmal gar nichts macht, ist es natürlich eher nicht vom Vorteil. Und die Ungeduld, ihr seht's, die ist halt einfach mal da. So, und was wir jetzt
bei dieser schönen schnupplichen Map sehen könnt, ist einfach mal das, dass, ja, einfach mal nichts trifft, weil die Map einfach sowas von uneffektiv ist, genau wie mein scheiß Versteck, was dann auch voll in Arsch geht. Beziehungsweise ich wäre irgendwie voll krass gemessert. Ist ja auch egal, aber ihr seht, ich treffe erstmal überhaupt nichts, ne? Muss ja auch mal sein, ne? Also nicht zu treffen, erstmal Loadster haben, ist schon klar. Und ja, seht ihr, was bei rauskommt. Dort eine Rakete hin, nicht getroffen. Da eine Rakete hin, nicht getroffen. Dort eine Rakete hin, nicht getroffen. Und nee, dann geht mir auch noch vom Kinomodus versaut aus. Ihr hört es gleich. Beziehungsweise hört es nie. Eigentlich müsste es viel lauter sein, oder? Ja, Kinomodus fehlt halt, ne? Und jetzt seht ihr auch, wenn ich aus dem Loadster raus bin. Beziehungsweise, ihr hört es ja. Bumm, Hitmarker. Bumm, Hitmarker. Sinnlos, oder? Da habe ich schon mal so ein tolles Gameplay, ja? Und dann kriegt es nicht mal der Kinomodus gebacken. Irgendwie in irgendeiner Weise. Und irgendwie aufzunehmen. Dass der Sound auch ordentlich geschnubbelt wird. Also ich glaube, es hakt. Black Ops 2 will mich am Lecken. Ne? Am Piep und so. Na gut. Nichtsdestotrotz, ich habe es erreicht und das zählt für mich. Müssen ja nicht unbedingt immer die Kills sein, die man damit macht. Man kann ja auch einfach mal die Aussicht genießen von hier oben. Den einen oder anderen Hitmarker machen oder Kill. Ist okay, ist okay. Ist völlig legit. Also, man muss ja nicht immer. Also, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Man hat mal so eine Abschlussreihe. Man freut sich drauf. Dann ist man einfach auf so einer ranzigen Map. Auf so einer ranzigen Map und wo einfach überhaupt nicht geht. Und hier springe ich wie so ein junges Karnickel im Hochsommer, was im Frühling geboren ist. Und dann, ja. Habe ich es zwar nicht erreicht, aber ist ja egal. Und jetzt hört ihr nochmal den Kinomodus-Fail. Meine Waffe hört man nicht, aber die Hitmarks. Hört man? Hier? Völlig, völlig vom Sinn befreit sozusagen. Ja gut. Also das Match ist hier so im Groben getan. Und schreibt mir mal in eure Meinung die Kommentare. Ja, schreibt mir in die Meinung eure Kommentare, wie ihr das Gameplay fandet. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Für meine Verhältnisse zumindest war es nie ganz so schlecht, ne? Guti. In diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus und sage mal bis zum nächsten Mal. Euer Steve Pitty. Oh yeah. Miep, miep.